Hallo zusammen, mein Name ist Pascal und in diesem Video zeige ich dir eine Art, wie du deine Pflanzen ganz easy vermehren kannst. Es gibt ja so unglaublich viele Arten mit Moos, mit Perlit, bei Anthurien durch Samen bzw. durch Befruchtung. Aber ich starte erstmal ganz easy, womit ich persönlich auch richtig guten Erfolg erzielt habe, nämlich mit ganz einfachem Wasser. Und zwar, was braucht man dafür? Es gibt da nämlich einiges zu beachten. Und zwar, ich hole mal hier meine Pflanze her, die ich mir schon ausgeguckt habe. Das ist eine Skindapsis, oder warte, ich probiere die mal. Oh, ich sehe gerade ein altes, totes Blatt ab. Und ja, die müsste mal wieder gegossen werden. Also bitte judgt mich nicht. Die ist aber schon ziemlich riesig. Generell könnt ihr fast jede Art so neu bewurzeln bzw. Ableger ziehen. Das funktioniert bei Philodendren, bei Hoyas, bei Kalathen, glaube ich, eher weniger. Aber ebenso bei Anthurien soll das möglich sein. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil da gibt es einfach bessere Methoden. Und zwar, wenn ihr jetzt einen Ableger durch Wasser vermehren wollt, was braucht ihr dafür? Erstmal eine geeignete Pflanze. So, was ist geeignet? Und zwar wie zum Beispiel eine Rangpflanze, sei es zum Beispiel eine Efeutute, fällt mir da ganz spontan ein, wie zum Beispiel diese hier, die ist aus dem, ist egal. Urlaub. Das wollte ich gar nicht erzählen. Und zwar, jede Pflanze hat sogenannte Knoten. Das sind ja kleine Blattachsen, dass wenn die Pflanze mal abbrechen sollte. Hier habe ich zum Beispiel schon einen Ableger gezogen. Ich glaube, die werden auch schlafende Augen genannt. Wichtig ist dabei, dass man mit, wenn man es abschneidet, dass das Messer gut desinfiziert ist. Ich habe dafür einfach, dafür nehme ich einfach hier so ein Standardmesser und habe einmal Desinfektionsspray. Generell, ich bin ja ganz ehrlich, ich sprühe das ein und wische es dann einmal ab. Jetzt werden wahrscheinlich die Klugen unter euch sagen, in dem Handtuch sind aber auch Bakterien drin, und ich dann so, ja, aber ich bin nun mal kein Krankenhaus und die werden es schon überleben. Jetzt suche ich, habe ich das? Nee, guck mal, die hat schon mal gelitten. Ich nehme mir einfach einen anderen Zweig. Die sieht vergriesgenadelt aus. Das ist schwer. Hier, die sieht, glaube ich, ganz schick aus. Und zwar hat die jetzt hier, ich packe mal das Messer weg, sonst gibt es, glaube ich, Ärger mit YouTube. Hier diese zwei Knoten, beziehungsweise eigentlich seht ihr diese Knoten die ganze Zeit, wie die hier in unregelmäßigen Abstand wachsen. Und ich würde sagen, wenn ihr so einen Knoten gefunden habt, das geht zum Beispiel auch bei einer Monstera, dann nicht weniger als 1 Zentimeter abschneiden. Also ich mache das super unprofessionell. Nehmt euch dafür ein Brett oder sonstiges. Ich nehme dann einfach, oh, das ging super einfach. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss mehr Druck aufwenden. Und jetzt habt ihr hier diesen kleinen Lüttenableger. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass das letzte Blatt womöglich sterben wird. Abreißen ist, achso, stimmt, abreißen ist übrigens nicht gut. Dadurch entstehen mehrere Risse in der Hautschicht. Ihr müsst euch vorstellen, die Ärzte, wenn die euch operieren, dann reißen die ja auch nicht einmal so, sondern nehmen ja auch ein Skalpell, machen das so ganz easy, ganz, ganz vorsichtig. Nein, generell dieser, dass die Pflanze wieder Wurzeln auspackt. Habe ich dir wehgetan, Baby? Dass die Pflanze Wurzel ausbilden muss, das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich anstrengend. Und das würde so oder so absterben. Und ich habe jetzt schon von vielen gehört, gelesen, dass sie dort Zimt drauf machen als ja antibakterielles Wundheilsalbenmittel. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann davon abraten, denn bei Zimt ist es so, dass ihr Glück haben könnt. Es gibt viele Leute, die damit super Erfolg erzielt haben, aber es gibt auch sehr, sehr minderwertigen Zimt. Und deswegen, wenn ihr nicht wisst, was ihr da habt, lasst es einfach, macht das nicht auf die Schnittwunde, sondern lasst diesen Trieb einfach mal 24 Stunden liegen. Meinetwegen macht das vorm Schlafengehen, legt den dann einfach auf den Tisch und morgen könnt ihr den dann ins Wasserglas stellen. So, ich habe da natürlich schon mal was vorbereitet, aber zuerst werde ich die mal hier versuchen wegzustellen und nachher auch gleich zu gießen, weil die sieht ja schon wirklich ein bisschen traurig aus. Hier habe ich nämlich schon ein paar Ableger gezogen, die ich dann einfach ganz random in ein, ich drehe das mal weg, in ein Glas gesteckt habe. Und ihr könnt dann hier sehen, ich hole die mal ganz vorsichtig raus. Was ist denn hier passiert? Oh, die ist ein bisschen, ich hole die mal. Ach du Gott, die kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr da rein. Na gut, ist okay. Da wird auch vielleicht Zeit mal zum Einsetzen. Und aus diesen Knoten kamen dann die Wurzeln.
So einfach ist das. Ich glaube, die steht jetzt mittlerweile schon ein gutes halbes Jahr dort drin. Sie ist aber auch auf dem Kühlschrank. Das sind jetzt nicht die besten Bedingungen. Es ist nicht wirklich hell. Es ist auch nicht wirklich warm. Wenn ihr das macht, solltet ihr darauf achten, dass es zwar viel Sonne bekommt, aber nicht zu warm steht. Also ich halte persönlich von diesen Wärmematten gar nichts, weil einfach Feuchtigkeit und Wasser, also und Wärme ist halt super krass Wurzelfäule. Also wie viele Pflanzen ich schon verloren habe. Was ist denn das? Oh, ja, ich will es auch gar nicht so richtig zeigen. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, vielleicht auch durch schlechtes Wasser, aber so sehen die Wurzeln natürlich schon ziemlich, ziemlich cool aus. So, bei dieser Menge kann das nämlich jetzt auch einfach in die Erde gepackt werden, ohne viel Schnickschnack, also wirklich Topf rausholen, Erde rein und dann diesen ganzen Klumpatsch da reinpacken. Boah. Wollen wir das nicht gleich machen? Komm, wir machen das. Wir gönnen der Pflanze jetzt hier. Dafür haben wir das ja gemacht. So. Einen transparenten Top. Meine kleine Box. Jetzt werde ich erstmal ein kleines Schlückchen trinken. Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Heute ist es übrigens kein Tee, sondern ein leckerer Gin Tonic mit Pflaume und Zimt und. Ja, ein bisschen weihnachtlich und so. Wenn ich so Ableger einsetze, da mache ich erst immer so ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel rein. So, obwohl schon fast zu viel. Dann nehme ich mir die Ableger. Beziehungsweise die Wurzeln, die sind wirklich schon echt mächtig. So, setzt sie rein. Wenn ihr natürlich fertig seid, dann könnt ihr diesen Ableger natürlich gerne fertig. Ach, Pascal, ich bin so doof. Ich habe mir extra dieses Tellerchen geholt, damit ich nicht wieder alles sauber machen muss. So, eingetopft. Noch ein bisschen schütteln. Ich drücke sie noch an den Stellen ein bisschen fest, aber generell, wenn ihr euch für das Substrat interessiert, dann schaut gerne mal auf mein anderes Video vorbei, weil da habe ich mein Rezept preisgegeben, quasi mein super geheimes Rezept. Oh. Und das war es im Endeffekt. Jetzt haben wir hier diese Pflanze, die lassen wir jetzt noch einen Tag trocknen und ich mache euch gleich noch mal eine Nahaufnahme von diesen Knoten. Ach so, ich kann ja mal kurz die aus meinem Urlaub zeigen, die ich gekauft habe. Hier sind zum Beispiel diese Knoten. Was ist denn los, Charlie? Ja, was denn? Hier sind zum Beispiel extrem viele dieser Knoten. Und ihr könnt auch mal leicht drüber fassen. Sie sind noch nicht matschig, das heißt, sie leben noch. Und im Endeffekt ist es jetzt noch eine Frage der Zeit, bis sie quasi anfängt zu wurzeln. Das ist eine Efeutute, eine Epipremnum. Und das Wasser, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, würde ich alle 2 Wochen mal wechseln, weil es einfach auch wieder ein Bakterienherd. Die Pflanze hat eine offene Wunde, das ist nicht gut. Oft austauschen, lieber öfter als irgendwie zu wenig. Das schadet der Pflanze auf jeden Fall nicht. Und im Endeffekt war es das schon. Das war nämlich Teil 1. So, das war nämlich Teil 1. Denn es gibt nämlich noch die Vermehrung über Moos zum Beispiel. Dafür muss ich auch eine meiner geliebten Pflanzen zerschneiden. Deswegen wollte ich das noch nicht machen. Aber es freut mich, dass ihr bis hierher geschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach du Pflänzchen, jetzt muss ich dich erstmal gießen. Du siehst ja total traurig aus, du. Oh, warte mal, perfekt hier. Hui. Perfetto. Check, check, 1, 2, 3. Check, check.